Lieben, wie schön, dass ihr wieder ein bisschen Zeit für mich hattet. Endlich mal wieder gutes Licht am Set. Wahnsinn! Ich glaube, die ganzen letzten Videos waren einfach immer ja, so schlecht beleuchtet. Das hat mich selber schon richtig angekotzt. Aber egal, darum soll es heute gar nicht gehen. Ihr seht schon in der Unter- oder Überschrift, es geht wieder um meine Lessons Learned, Tipps und Tricks, was das Kosmetikaufbrauchen angeht. Und ich persönlich freue mich immer darauf, diese Videos zu drehen, weil ich einfach euch auf der einen Seite an meiner Entwicklung, die ich so während dieser Aufbrauchprojekte durchmache, teilhaben lassen möchte, aber auch natürlich gerne Tipps mit auf den Weg geben möchte, die euch das Kosmetikaufbrauchen vielleicht vereinfachen, angenehmer gestalten und ja, euch dann eben motivieren, weiterzumachen, am Ball zu bleiben. Und ich hoffe, das geht euch ähnlich, also dass ihr diese Videos auch sehr gerne mögt. Ich habe ja gesehen, mittlerweile, also ich habe ja so Anfang des Jahres damit angefangen und mittlerweile gibt es wirklich auf sämtlichen YouTube-Kanälen Project 10 Pans und das soll aufgebraucht werden und dieses und jenes. Und ich finde das toll, muss ich sagen. Ich finde es echt gut, dass sich da so viele Leute angeschlossen haben. Nicht nur jetzt in meinem Umkreis an YouTubern, wenn man das so nennen kann, sondern eben auch wirklich breit gefächert im deutschen Videoraum. Und ich glaube, es ja, gibt aber einfach noch viel zu wenig Tipps und Tricks einfach auf Deutsch dazu, die einem das Leben einfach erleichtern. Und deswegen mache ich diese Videos. So, ich habe mir hier wieder ein paar kleine Notizen gemacht, damit ich nicht vergesse, was ich euch erzählen möchte. Und ja, möchte dann jetzt erstmal anfangen mit den Dingen, die ich so ja, seit dem letzten Video durchgemacht habe, die ich bemerkt habe und gelernt habe. Als erstes möchte ich mit einem Kauf beginnen, den ich sehr bereut habe und dann im Endeffekt dann aber doch was Positives draus gemacht habe. Also, ich habe vor einigen Wochen, könnt ihr mal auf Instagram gucken, ein Bild gepostet, wo ich im Müller war in Köln und wo ich die liebe Obacht und die liebe Kira Lamare getroffen habe. Und ja, einige Tage vorher erst hatte bei uns hier ein neuer TK Maxx aufgemacht. Also wir hatten vorher, glaube ich, nur einen in der Innenstadt, wo aber immer ziemlich viel los war, weil dann natürlich da auch die ganzen Touristen vorbeikamen und so weiter. Und ja, darüber hatten wir uns dann auch unterhalten und die beiden sagten mir dann, Mensch, hast du da schon mal in der Kosmetikabteilung nachgeschaut? Da gibt es auch Pinsel von Real Techniques. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, boah geil, super, da stiefelst du mal da direkt hin und guckst mal nach, was es denn da so für Pinsel gibt. Ich selber habe bisher nur den Blush Brush von Real Techniques und finde den eigentlich auch echt gut und höre einfach immer wieder von sämtlichen YouTubern, dass sie da auch noch andere Pinselsets von haben und die einfach ganz, ganz toll finden. So, gut. Klein Desi dann natürlich zu TK Maxx gestiefelt und dann habe ich mir da auch zwei Pinselsets gekauft und die habe ich dann auch auf dieses Foto mit reingepackt. Wie gesagt, könnt ihr alles auf Instagram schauen, wenn ihr Interesse habt. Und zwar habe ich ein Pinselset gekauft von Echo Tools. Das waren so kurze Pinsel, so kleine Reisepinsel in so einem Täschchen. Und ein Pinselset von Real Techniques. Ich glaube, es war das Face Set oder sowas. Jedenfalls war da, glaube ich, ein Puderpinsel dabei und einer zum Konturieren oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das Set nämlich nicht mehr. So, und da kommen wir nämlich zu dem entscheidenden Punkt. Ich habe das Set gekauft, weil ich mir dachte, yeah, geil, günstiger, als wenn du sie jetzt meinetwegen auf Kosmetik verlässt oder wo auch immer man die bestellen kann, auf Amazon oder so, gekauft hättest. Hast ja ein richtiges Schnäppchen gemacht. So, und bin dann zu Hause angekommen und ja, wollte die auspacken. Und dann dachte ich mir so, Moment, guckst du erstmal, wie ist denn so eigentlich dein aktueller Pinselbestand? Weil über meine Kosmetik und über meine Pflegeartikel und so weiter habe ich ja jetzt mittlerweile einen sehr guten Überblick, weil ich ja dieses
Beauty-Buch habe, dieses Inventurbuch, aber da sind halt meine Pinsel nicht aufgelistet. Und ich war gar nicht mehr so richtig sicher, wie viele Puderpinsel hast du eigentlich, wie viele Blushpinsel hast du eigentlich. Und also nicht, dass das jetzt hier eklatante Ausmaße angenommen hätte bei mir, aber es gibt halt, ich denke, das kennt ihr selber, so ein paar Pinsel, die man einfach immer wieder benutzt. Und dann hat man so ein paar, die, ja, ich sag mal, Ersatzprodukte sind. Wenn die dann irgendwann mal wirklich so dreckig sind, dass man sie nicht mehr benutzen möchte, bis zum nächsten Waschen, dass man dann eben auswechseln kann. So. Und dann habe ich mir so meine Sammlung angeguckt oder meine Pinselständer und dachte mir so, eigentlich brauchst du die gar nicht. Du bräuchtest eher Blushpinsel und sowas. Und ja, hab dann gedacht, ja, jetzt nochmal zurückrennen und umtauschen, hatte ich irgendwie keine Lust zu. Und dann ist mir schlagartig ins Hirn geschossen, dass ja, die liebe Manu mir erzählt hat, dass sie ja noch gar nicht so viele Gesichtspinsel hat, gute Gesichtspinsel. Und deswegen habe ich sie ihr dann jetzt einfach vor einiger Weile in ein Päckchen gesteckt und geschenkt. Und so wie ich das mitbekommen habe, hat sie sich auch sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Und das tat mir dann wirklich gut, denn ja, ich saß dann zu Hause und habe mir zwar gedacht, okay, du hast zwar ein Schnäppchen gemacht, du hast zwar Geld gespart, aber im Endeffekt war es Geld, das du doch nicht hättest ausgeben müssen im Ende und habe meinen Kauf tatsächlich irgendwie bereut. Und war dann wirklich sehr, sehr froh, dass ich jemanden gefunden habe, der sich da wahnsinnig drüber gefreut hat. Und das bringt mich jetzt auch zu meinem nächsten Punkt, denn es gibt so ein paar, ich sag mal, Situationen im Leben eines Beauty-verrückten Mädels wie mich, die sehr gefährlich sind, was unnötige und unnütze Käufe angeht. Zum einen eben dieses, ja, billiger Rabatte und Sonderangebote und neu und ja, ständig hört man überall, das ist so gut, das ist so toll und dann muss man das haben und kaufen, 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 wie das jetzt bei den Pinseln war. Aber zum anderen eben auch diese Sortimentsauslistungen. Ich muss euch sagen, das ist wirklich ein gefährliches Pflaster. Catrice, P2 und Essence stellen ja einmal im halben Jahr ihr Sortiment um. Ich finde das auch sinnvoll. Es gab auch irgendjemanden, bei dem habe ich letztens ein Video gesehen, der hat da richtig derbe drüber geschimpft. Ich glaube, das war die Erdbeerliese. Kann ich nicht so nachvollziehen. Ich finde es durchaus stimmig. Seine Produkte, sorry, da war gerade eine Fliege oder sowas. Seine Produkte dem Winter oder dem Sommer anzupassen. Ich finde das sehr intelligent. Natürlich ist es auch ein Stück weit Marketingmasche, aber hätte ich ein Kosmetikunternehmen, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Viele stellen ja zum Beispiel auch ihren Kleiderschrank um nach Sommer- und Winterklamotten. Also ich finde das total legitim. Jedenfalls machen die das ja jedes halbe Jahr und reduzieren dann natürlich auch drastisch. Und ich finde, es verleitet sehr stark dazu, eben Dinge zu horten, Dinge zu kaufen, die man vielleicht eigentlich gar nicht bräuchte. Beispiel. Ich finde zum Beispiel den Concealer von P2 sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das genau ist. Ich glaube, das ist dieser 24-Stunden-Concealer. Jedenfalls nicht dieser Mattifying-Concealer, der relativ lang ist, sondern es ist dieser etwas kürzere Concealer, der ja, ein günstiges Dupe ist zu dem Concealer von L'Oréal Perfect Match. Ja, den finde ich sehr, sehr gut. Habe ich euch sicherlich auch schon mal in einem ein oder anderen Video gezeigt. Und der wird jetzt halt aktuell ausgelistet aus dem Sortiment von P2. Und ja, finde den halt ziemlich gut. Und ich finde, das verleitet dann einen dazu, die Dinge zu horten und dann zu sagen, Mensch, scheiße, der geht aus dem Sortiment, ich muss mir jetzt noch Backups, noch und nöcher kaufen. Und im Endeffekt ist es eigentlich Schwachsinn, denn auf früher oder später muss man sich sowieso ein Ersatzprodukt suchen, denn
Ja, selbst wenn die Backups alle sind, wird der Concealer nicht wiederkommen und man muss sowieso auf was anderes umschwenken. Und klar, die Sachen sind reduziert, sie sind günstiger, aber dadurch halten sie ja nicht unbedingt länger. Also wenn man jetzt einen Concealer hat, man öffnet den dann vielleicht auch nicht und packt den eben in seine Backup-Schublade, aber ich brauche relativ lange für einen Concealer und wenn ich mir jetzt nochmal drei Backups kaufe, dann liegen die schon relativ lange oder beziehungsweise der letzte, den ich dann anbreche, liegt einfach ziemlich lange dann da. Und dann bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob der dann eben auch so lange hält. Und ja, natürlich wird der wahrscheinlich verbraucht, aber irgendwie denke ich mir dann auch, du musst sowieso einen neuen finden für dich. Dann kannst du auch jetzt schon anfangen, dir einen neuen zu suchen, der dir gefällt und dich informieren bei Freunden im Internet oder wo auch immer und einfach einen neuen ausprobieren. Denn man wird ja auch frustrierter, je länger man an diesen alten Sachen festhält. Also es ist ja zum Beispiel kein Blush, was wirklich ewig lange hält. Klar, einen Concealer machst du jetzt auch nicht unbedingt in 2 Wochen leer, aber je länger du dieses "Ich will mich daran festklammern" gefühlstechnisch mit dir rumschleppst, umso schwerer wird es dir wahrscheinlich fallen, zu akzeptieren, dass das Produkt einfach nicht mehr wiederkommt und dass du dich auf was Neues einlassen musst. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe nicht nur diesen Concealer zu Hause, ich habe auch noch 2 andere Concealer zu Hause. Oder zumindest Flüssig-Concealer. Nein, 3 andere sogar. Und dann eben auch diese festen Creme-Camouflage-Concealer. Und dann denke ich mir, alles klar, du könntest zwar jetzt noch welche horten, aber dann würdest du die Zeit, bis du die Produkte, die du noch besitzt, aufbrauchst, anbrichst, wie auch immer, noch weiter nach hinten schieben und dann gehen dir die Produkte vielleicht schlecht, weil du denen immer nachkaufst oder von denen Backups gekauft hast und dann aufbrauchst. Versteht ihr, was ich meine? Also, das ist wirklich eine krasse mentale Sache, wo man umdenken muss. Die Firmen sind schon ziemlich intelligent, dass sie überall drauf schreiben, Limited Edition oder es wird ausgelistet, nur für kurze Zeit, sodass wir uns mental total verrückt machen und Panik schieben, dass wir diese Produkte einfach irgendwann nicht mehr bekommen können und wenn wir sie gut finden, dass wir viele davon kaufen müssen. Und davon möchte ich gerne wegkommen. Es ist nicht einfach. Das hört sich total bescheuert an, als wenn man hier irgend so ein Junkie, der von seiner Droge nicht wegkommt. Aber ich glaube, jeder, der Kosmetik interessiert ist und dort seine Leidenschaft auch hat, wird mich verstehen. Es ist wirklich ein großes Maß an Selbstkontrolle notwendig, um sich wirklich immer wieder zu sagen, nein, du musst jetzt davon keine Backups kaufen. Denn es wird einfach irgendwann nicht mehr da sein und du musst früher oder später dich auf was Neues einlassen und die Produkte, die du aus derselben Sparte noch hast, werden sonst bis dahin schlecht. Es macht keinen Sinn, es ist Quatsch. Deswegen versuche ich mir jetzt zum Beispiel von diesem P2 Concealer kein Backup zu kaufen. Ich hadere tagtäglich mit mir, das muss ich hier oder das kann ich euch ganz offen und ehrlich sagen. Es fällt mir nicht leicht, aber mein Kopf sagt einfach, es ist Schwachsinn. So, das dazu. Und dann, was noch sehr, sehr gefährlich ist für mich persönlich, ist, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten Anlass habe, zu dem ich ein schönes Outfit haben möchte. Oder ich finde allgemein irgendein schönes Kleidungsstück. Und um dieses Kleidungsstück möchte ich einen gewissen Look drumherum bauen. Dann ist das für mich eine relativ gefährliche Situation, die mich dazu verleitet, viele Produkte zu kaufen, die ja, zu diesem Look passen. Ob es jetzt für einen gewissen Anlass ist oder um ein Kleidungsstück herum gebaut. Das hatte ich nämlich zum Beispiel bei meinem maritim angehauchten Kleid von C&A. Das habe ich euch in meinem Kaufrausch gezeigt. Ihr erwartet noch ein Outfit of the Day, das wird auch noch kommen.
Aber ich habe einfach noch so viele Videos in der Warteschlange und ich weiß einfach gar nicht mehr, wann ich das alles abdrehen soll. Aber es wird kommen. Ich verspreche es euch. Jedenfalls zu diesem Kleid habe ich mir dann zum Beispiel passende Ohrringe gekauft. Dann kam gerade die Naughty Girl LE raus. Und dann dachte ich mir, ach ja, zu diesem Koralle Rot. Pink passt dieser Lippenstift total gut und das Blush passt total gut und der Nagellack passt total gut und die Schuhe passen total gut. Und ja, in der Summe hat man dann natürlich einen sehr schönen, stimmigen, kompletten Look, entweder zu dem Anlass oder für dieses Kleidungsstück. Aber man hat ja dann in der Summe viel, 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 viel mehr Geld ausgegeben als für das eigentliche Kleidungsstück am Anfang. Versteht mich nicht falsch. Ich bereue das jetzt zwar nicht, weil ich ein Mensch bin, der sehr gerne stimmige Looks kreiert mit Accessoires, mit den passenden Schuhen, mit dem passenden Make-up und so weiter. Aber man hätte natürlich vorher erstmal die Arschbacken zusammenkneifen können und bei sich zu Hause im Schmuckkästchen oder im Schuhschrank oder in der Schminksammlung oder Nagellacksammlung gucken können, habe ich denn etwas, was dazu passt? Denn ich hätte jetzt zum Beispiel nicht unbedingt so einen korall-orange-rotfarbenen Nagellack kaufen müssen, weil dazu durchaus auch weiß gepasst hätte, weil das Kleid auch weiße Streifen hat. Oder ich hätte auch dunkelblau tragen können, was ich ja besitze. Ich hätte nicht unbedingt einen neuen Nagellack dafür kaufen müssen. Und auch wenn ich diesen Kauf nicht bereue und die Produkte auch nutze und gerne nutze und alles gut und schön, ist es etwas, was mir bewusst geworden ist, wie mein Hirn funktioniert. Wie soll ich sagen, ich mich selber anfixe, noch mehr zu kaufen, als ich eh schon gekauft habe. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, ist es schon mal ein entscheidender Schritt, um vielleicht beim nächsten Mal shoppen, wenn man was Schönes gefunden hat, erstmal einen Gang runterzuschalten, Piano zu machen und dann einfach erstmal das Teil mit nach Hause zu nehmen und zu Hause zu schauen, okay, was kann ich damit kombinieren? Natürlich hat man auch so ein paar Sachen im Hinterkopf, das ist ganz klar. Aber ich denke, jede von euch kennt das auch, wenn man so so ein bestimmtes Teil gefunden hat, was einen so total geflasht hat, dann schalten sich einfach die Synapsen aus. Jedenfalls war das bei mir so und ich dachte mir, oh geil, dazu möchte ich jetzt noch schöne Ohrringe kaufen und ne, so weiter und so fort. Und man ist dann so in dieser Stimmung, ja, ich gönne mir jetzt was, kreiere mir da einen schönen Look zu und dann könnte ich das dazu anziehen oder an dem und dem Anlass anziehen. Und ja, neue Sachen erfreuen ja auch das Herz. So ist es ja nicht. Und man muss dann aber nur ganz stark aufpassen, dass man dann nicht in so einen kompletten Flow reinkommt, dass man es absolut übertreibt. Ich hätte mir ja dazu auch noch die passende Sonnenbrille, die passende Handtasche, das passende Jäckchen, den passenden Haarschmuck und die passende Haarfarbe oder weiß der Geier noch was dazu kaufen können. Und das wollte ich natürlich nicht, denn ja, es war einfach nicht notwendig. Also ich will das nicht verurteilen und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man das mal macht. Aber es ist, glaube ich, keine schlechte Sache, wenn man sich dessen bewusst macht. So, jetzt gucke ich mal auf meine Liste, was ich euch noch erzählen kann. Ja, noch erzählen kann ich euch etwas von der lieben Vanessa. Und zwar kennt ihr sie vielleicht, weil ich sie manchmal in meinen Videos erwähnt habe oder weil es sie auf Instagram gibt oder weil sie manchmal bei mir kommentiert. Aber wir treffen uns auch privat manchmal und es ist eine Freundin eben einfach von mir und wir machen das schon, seit wir uns kennen, häufiger so, dass sie ihre Schminksammlung aussortiert und mir die Sachen dann mitgibt, wenn wir uns treffen und ich dann durch die Sachen durchschauen darf nochmal, ob ich irgendetwas finde, was ich behalten möchte und die Sachen, die ich dann nicht behalten möchte,
gebe ich weiter an die Mädels aus dem Wohnheim. So, und Anfang des Jahres, irgendwann im Frühjahr, wie auch immer, hat sie mir wieder eine riesige DM-Tasche voll mit Kosmetik gegeben. Und ich saß dann auf meinem Bett, habe mir alles angeguckt, habe alles durchgeswatcht und hatte erst, ich sag mal, beim ersten Aussortieren so ja, 5 bis 10 Teile, wo ich sage, boah, die haben mich irgendwie total angesprochen, die haben mir gefallen und die würde ich gerne behalten. So. Und ich bin im Endeffekt sehr, sehr, sehr stolz auf mich und deswegen erzähle ich euch das auch und möchte das gerne mit euch teilen, dass ich im Endeffekt mir einen Lippenstift ausgesucht habe, den ich behalten wollte und dafür aber 2 Lippenstifte aus meiner vorherigen Schminksammlung aussortiert habe, weil ich mir gedacht habe, okay, du holst jetzt einen neuen Lippenstift rein und dafür sortierst du aber 2, die du nicht mehr magst oder die du fast nie benutzt, aus. Dass du quasi nicht zusätzlich aufbaust, sondern versuchst langsam abzubauen. Ich will damit nicht sagen, dass mir das immer, dass das mir immer gelingt. Ende des Jahres bekommt ihr dann auch wieder ein Update von meiner Beauty-Inventur. Da wird sich wahrscheinlich auch zeigen, dass in manchen Kategorien auch Sachen dazugekommen sind. Und bei anderen Kategorien hat sich aber dann die Anzahl der Produkte verringert. So, anderes Thema. Jedenfalls, ja, war ich da echt stolz drauf, dass ich mich von 2 Sachen trennen konnte, um ein neues Produkt in meine Sammlung aufnehmen zu können. Und ich muss sagen, es ist auch ein befreiendes Gefühl und ein gutes Gefühl, dass man weiß, okay, diese Sachen, die nicht genutzt werden, die gibt man an jemand anderes weiter, in dem Fall eben die Mädels aus meinem Wohnheim. Und die können da was mit anfangen. Die freuen sich da wirklich drüber, die benutzen die Sachen, die brauchen die Sachen auf. Und ich finde, jeder, der zum Beispiel jetzt schon mal umgezogen ist, ich bin ja jetzt gerade im Umzug und dann auch Dinge aussortiert hat und sich von Dingen getrennt hat, sie meinetwegen dann verkauft oder verschenkt hat oder vielleicht sogar weggeschmissen hat, kann mir sicherlich zustimmen, dass es doch auch ein befreiendes Gefühl ist, wenn man sich von altem Ballast trennt. Und so ist es bei Kosmetik ebenfalls oder bei Pflegeprodukten. Ich halte nicht so viel davon, Produkte wegzuschmeißen, die man nicht mag, aber man kann immer jemanden finden, der die Produkte noch gebrauchen kann, der sie noch verwendet. Ob ihr sie spendet oder ob ihr sie weiter verschenkt, da gibt es immer jemanden, der sich findet. Aber es macht einfach keinen Sinn, dass gewisse Dinge bei einem dann in der Schublade einfach nur verschmoren und andere Leute sich darüber sehr freuen würden. Und deswegen war das schon eine schöne Erfahrung für mich, dass ich es mir erlaubt habe, einen Teil zu nehmen, aber dann auch wieder Sachen abgegeben habe und grundsätzlich immer mal wieder, wenn ich Produkte auch in Glossy-Boxen hatte, mit denen ich nichts anfangen kann und so weiter, dass ich die weitergeben kann und sich da einfach andere Menschen drüber freuen. So, dann hatte ich auch vor einiger Zeit einen Haul hochgeladen, oder einen Kaufrausch, ja, wie der bei mir heißt, über eine amerikanische Kosmetikfirma oder ein amerikanischer Online-Shop, in dem es Kosmetik unter anderem gibt, Shiro Cosmetics. Genau, ich bin darauf aufmerksam geworden durch ein Video einer amerikanischen YouTuberin und fand das Konzept einfach wahnsinnig spannend und habe dann dort bestellt, gleich 2-mal. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, werde ich euch das verlinken. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Jedenfalls gibt es dort größtenteils Pigmente. Und die kosten zwischen 1 und 6 Dollar, glaube ich. Und je nachdem, wie der Kurs ist gerade, sind die ja dann natürlich mal teurer, mal günstiger. Und ich habe sehr, sehr viele Pigmente dort bestellt. Das heißt, ich habe die Zahl meiner Pigmente in meinem Beauty-Inventurbuch massiv erweitert. Aber
Ich bin ja nicht geheilt von allen Sünden, ne? Das müssen wir jetzt mal hier vorweg sagen. Ich bin ja jetzt hier nicht die heilige Maria Mutter Gottes. Aber wo ich dann trotzdem wieder drauf stolz bin, war, dass ich es geschafft habe, viele Produkte dann einfach als Pröbchen zu kaufen. Also als kleinste Größe oder als kleinere Größe, als ich eigentlich vorhatte. Sodass ich nur die Pigmente, die es eben nur in der größten Größe gab, auch nur in der größten Größe gekauft habe. Und alle anderen Farben, die mich noch zusätzlich interessiert haben, dass ich die dann eben in den kleinsten Größen gekauft habe. Denn sind wir mal ehrlich, auch die reichen. Also Pigmente sind ja so ergiebig, dass auch selbst die kleinste Größe mit einem Achtel Tablespoon, glaube ich, auf jeden Fall reicht. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Und so konnte ich dann doch, auch wenn ich viel bestellt habe, viel Geld ausgegeben habe, im Ende trotzdem Geld sparen und mich selbst insofern ein bisschen regulieren, als dass ich nicht von der Menge her, von der Grammmenge, zu viel gekauft habe. Also ja, ich habe jetzt zwar viele Pigmente als Stückzahl an sich, aber ich habe mich auf jeden Fall, was die Menge angeht, drastisch reduziert. Und darauf finde ich, kann ich trotzdem stolz sein. Denn auch wenn, ich sag mal, die Kosmetik-Kaufwut mal zuschlägt, ist es doch wichtig, immer noch zu einem gewissen Teil einen klaren Kopf zu behalten und sich so ein bisschen zu regulieren und ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Das üben wir ja alle zusammen. Deswegen schaut ihr auch dieses Video. Deswegen macht ihr Aufbrauchprojekte. Und ja, das war eben unter anderem eine Entwicklung, die ich jetzt auch durchgemacht habe und mit der ich doch ganz gut leben kann. Also ich bereue es nicht, so viele Pigmente gekauft zu haben, auch wenn es natürlich ein hartes Stück Arbeit wird, die dann auch nach und nach zu verbrauchen. Aber ich habe zumindest weniger an Menge gekauft. Ja. So, jetzt gucke ich mal gerade, ob ich noch etwas Lessons Learned mäßiges habe. Nein, jetzt kommen nur noch Tipps, die ich an euch weitergeben kann. Und zwar habe ich noch einen weiteren Tipp zum Lippenstifte aufbrauchen. Ich bekomme ganz oft Kommentare, boah, Wahnsinn, wie schnell du Lippenstifte aufgebraucht bekommst. Du futterst die ja quasi so weg. Das ist ja der Wahnsinn. Wie schaffst du das nur? Und da kann ich euch nur einfach den Tipp geben, versucht die Lippenstifte auch so ein bisschen zweckzuentfremden. Gerade wenn es knallige Farben sind, dann sind es vielleicht keine Farben, die ihr so jeden Tag im Alltag tragt. Dann könnt ihr sie zum Beispiel als Blush verwenden und dann leicht als Creme Blush sozusagen auftragen. Und wenn ihr auch dann zusätzlich noch ein Creme Blush, ein Puder Blush aufbrauchen wollt, könnt ihr das layern. Das heißt, ihr benutzt erst den Lippenstift so ein bisschen, verteilt das und settet das Ganze dann nochmal mit einem Puder Blush. So habt ihr sowohl den Lippenstift als auch euer Blush benutzt. Und kommt vorwärts, ja, bei eurem Aufbrauchenvorhaben. Und generell könnt ihr das machen, wenn ihr natürlich zwei Blushes habt, einen Creme Blush und einen Puder Blush, dass ihr die layern könnt, dass ihr trotzdem beide gleichzeitig benutzen und aufbrauchen könnt. Und das funktioniert zum Beispiel auch bei Creme-Lidschatten oder Lidschatten im Allgemeinen. Also ihr könnt einen Creme-Lidschatten benutzen und dann darüber immer noch einen Puder-Lidschatten geben. Es gibt ganz interessante Effekte, je nachdem, was ihr kombiniert, und könnt trotzdem beide Produkte gleichzeitig aufbrauchen. Das ist vielleicht jetzt nicht so der Wow, haben wir noch nie gehört, Tipp, aber ich wollte es einfach nur noch mal ins Gedächtnis rufen, denn man hat ja so ein bisschen so seine Schminkroutine, wie man sich immer schminkt und welche Produkte man nacheinander verwendet. Und dann gerät sowas manchmal einfach in Vergessenheit oder jetzt gerade bei dieser Zweckentfremdung von einem Lippenstift, dass man ihn dann mal als Blush verwendet. Ich erlebe das selber häufig, dass ich so eine Art Scheuklappen aufhabe, dass ich mir denke, ah, Lippenstift, alles klar, der gehört nur auf die Lippen und gar nicht, ja, einfach mal versuche umzudenken. So, dann habe ich noch einen Tipp für euch.
Und zwar geht es um die Catrice Camouflage Creme. So sieht die aus. Ihr seht, ich habe mittlerweile sogar einen Hit the Pan geschafft. Die habe ich ja in meiner Kosmetik 2015 Aufbrauchen Challenge drin. Also bis Ende des Jahres möchte ich die ja aufgebraucht haben. Und ich hatte euch in meinem Update gesagt, dass ich die nicht so gut finde, weil ich finde, sie lässt sich schwer verteilen und irgendwie ist sie so dick und pastös und ich weiß gar nicht, wie ich sie auftragen soll, dass ich sie nicht einfach auftrage und dann irgendwie wieder wegwische. Und ich habe jetzt einen Pinsel gefunden, mit dem ich sehr zufrieden bin, was den Auftrag angeht. Ich glaube, es muss nicht unbedingt dieser Pinsel sein, sondern es geht allgemein einfach um die Pinselart. Und zwar ist es dieser hier, der ist auch benutzt, deswegen ist der nicht mehr ganz so sauber. Den habe ich damals aus der Essence Blumi Up LE gekauft und ihr seht hier oben, der ist sehr flach gebunden aus Synthetika und der ist sehr fest, wenn ihr das hier sehen könnt. Der hat einen hohen Widerstand, der lässt sich auch nicht runterdrücken. Und das ist für mich ein perfekter Pinsel, um partiell den Concealer aufzutragen und dann aber auch an den äußeren Rändern gut verwischen und verblenden zu können. Und seitdem ich das entdeckt habe für mich persönlich, benutze ich die Camouflage Cream auch sehr, sehr gerne, wenn ich Pickelchen habe. Denn mit den Fingern vorher das Ganze aufzutragen oder mit so einem fluffigeren Blendepinsel oder sowas, was man manchmal ja auch verwendet, funktionierte das einfach nicht so gut für mich. Also wenn ihr noch so einen flachen, sehr festen, synthetischen Pinsel habt, probiert das mal aus. Für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich mache das entweder so, dass ich den unter der Foundation auftrage und erst den Concealer für die ganz schlimmen Stellen, die man abdecken möchte, dann die Foundation. Und dann pudere ich das Ganze ab. Oder ich gehe erst mit der Foundation drüber, schaue, wo muss ich nacharbeiten, nehme dann die Camouflage-Creme und sette das dann. Also dadurch, dass es ein cremiges Produkt ist, würde ich auch jedem empfehlen, das Ganze dann immer mit einem transparenten Puder nochmal zu setten. Als es so richtig, richtig heiß war, hatte ich auch diese Camouflage-Creme drauf, das Waterproof-Puder von Catrice. Und habe dann noch von Mary Kay, glaube ich, war es, ein Setting Spray drüber gegeben. Und diese Kombination hat wirklich den ganzen Tag gehalten, obwohl ich geschwitzt habe wie ein Schwein. Das sage ich jetzt so, wie es ist. Ich habe wirklich geschwitzt wie ein Schwein. Aber es hat gehalten. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Tipp. Dann seid ihr entlassen und habt es geschafft. Und zwar geht es mal wieder um mein leidiges Thema Nagellacke aufbrauchen. Ihr habt sicherlich vor kurzem mein neues Nagellack-Update gesehen. Ich hatte mich da ja einen Monat so ein bisschen drumherum gedrückt und habe deswegen jetzt das neueste Update erst nach 2 Monaten hochgeladen. Und das lag einfach unter anderem daran, dass ich einige Nagellacke hatte, die sich einfach nicht mehr durch bloßes Reintunken und Auftragen auftragen ließen. Und das hat mir einfach total den Spaß genommen, auch mich zu lackieren. Klar, man kann das Fläschchen schräg halten und dann da reintunken und umrühren und so weiter. Aber irgendwie, das war mir alles zu blöd, das war mir zu umständlich. Es hat mir einfach wirklich den Spaß am Lackieren genommen, den Spaß am Nagellack tragen. Auf der anderen Seite hatte ich aber natürlich diesen Druck im Kopf, ich möchte die Dinger endlich aufbrauchen und habe einfach keine Variante für mich gefunden, die funktioniert hat, mir das zu erleichtern, sodass ich wieder Spaß daran habe. Denn ja, das reine Schräghalten und da drin rumrühren, das hat mich einfach so genervt, das war einfach so ätzend. Und dann habe ich mich ein bisschen im Internet informiert und habe gegoogelt und recherchiert und habe jetzt eine Möglichkeit für mich gefunden, die mir das Nagellackeraufbrauchen erheblich erleichtert hat. Und zwar handelt es sich dabei um leere Pillenblister. Ja, tatsächlich, ich habe hier von Abtei die Havital Kapseln und habe da einfach alle rausgemacht. Das sind relativ große Kapseln, ich würde sagen 1,5 cm mal 1 cm. Ihr seht, ich habe da in die Löcher einfach den Nagellack reingekippt. Also natürlich nicht die komplette Flasche, aber ihr seht zum Beispiel hier,
Da hatte ich den weißen drin aus der P2 LE und weil ich ja da nichts mehr richtig rausbekommen habe, habe ich einfach so lange das Fläschchen auf dem Kopf gehalten, bis er rausgelaufen kam. Habe natürlich vorab, gegebenenfalls, falls es notwendig war, den Nagellackverdünner reingegeben, geschüttelt und gewartet und geschüttelt und so weiter, bis er wieder geschmeidig und cremig und flüssig war und habe das dann hier reingekippt. So viel, wie ich dachte, dass ich für meine beiden Hände bräuchte. Und nach einer Zeit kriegt ihr da auch ein gutes Gefühl, glaube ich, raus, wie viel ihr genau benötigt für beide Hände. Das ist wirklich nicht viel. Da war ich auch sehr erstaunt drüber. Aber ja, so mache ich das jedenfalls. Ich bin jetzt bei dem lavendelfarbenen Nagellack dran und versuche, den aufzubrauchen. Und ja, man kann dann einfach das Fläschchen umdrehen, so viel dort hineinfüllen, wie man denkt, dass man für beide Hände zum Lackieren benötigt, schraubt oder stellt das Fläschchen dann einfach beiseite und benutzt dann den Pinsel, wie beim Wasserfarbe malen oder was auch immer, um sich die Nägel zu lackieren. Und ihr braucht auch keine Angst haben, also so wahnsinnig schnell trocknet das Ganze hier auch nicht ein. Also wenn ihr natürlich eine halbe Stunde zum Nägellackieren braucht, dann wird das wahrscheinlich nichts. Aber ja, wenn ihr zügig einfach beide Hände nacheinander lackiert, dann funktioniert das auch, ohne dass das eintrocknet. Wenn ihr mehrere Schichten Nagellack auftragen möchtet oder sogar müsst, weil der Nagellack sehr schier ist, dann würde ich euch raten, auch wirklich erstmal nur so viel reinzufüllen, wie ihr für eine Schicht braucht und dann gegebenenfalls für die zweite oder dritte Schicht nachfüllt, weil ansonsten könnte es tatsächlich sein, dass dann, ich sag mal, bis dann die zweite Schicht trocken ist, ihr die dritte Schicht auftragen könnt, dass es dann eingetrocknet ist. Ja, also für mich war das wirklich eine Erleuchtung. Klingt total simpel und einfach, aber seitdem muss ich wirklich sagen, toi toi toi, ich habe wieder Spaß am Lackieren und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass ich mit dieser Methode auch meine ganzen fast leeren Nagellacke prima aufgebraucht bekomme. Ja, vielleicht hat euch das jetzt auch geholfen und ihr probiert es mal aus. Also für mich war es wirklich die Entdeckung zumindest des Monats. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt den ein oder anderen Denkanstoß mal wieder an die Hand geben oder den einen oder anderen Tipp. Und ihr hattet Spaß, dieses Video zu schauen. Habt nicht das Gefühl, ihr hättet eure Zeit vergeudet. Ich danke euch für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf jeden Fall, falls ich euch im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut und bis ganz bald. Ciao!